liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind wieder am Start mit unserem allerherzigsten Freund, mit Michael, glaube ich, sind wir mit dem Mann oder unterwegs, oder? Ja. Genau, wir sind mit Michael unterwegs. Wir wollen zu Salomon. Das machen wir jetzt auch direkt. Ja, genau. Gut. Was haben wir denn überhaupt in der letzten Folge gemacht? Ich überlege, ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig. Ne, der FBI-Überfall war das. Was ist der FBI-Überfall? Ich glaube, das gerade war das. Nee, Quatsch, halt! Die Schießerei mit dem FBI, mit dem Merriweather im Callcenter. Genau, das war der letzte Teil. Wir warten. So, wir sollen zu Salomon. Das heißt, wir sollen zum Filmstudio. Machen wir auch direkt. Der packt ihn auf einen Parkplatz. Egal, nimmst den anderen. So, und dann gucken wir uns mal das. Kannst sagen, was unser Freund Salomon zu sagen. Good to see you, Slick. Rechtliche Schwierigkeiten. The hell are you doing here? It's over, Michael. You're doing good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Salomon? Oh. He's out getting the negatives, the film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. In this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! So. Okay, the airport. Begib dich zum Flughafen und finde Molly. Am besten bevor es zu spät ist. Ach, die Mission ist das. Okay, dann weiß ich, wie schaffe ich jetzt. Die ist auch ganz cool gemacht, auf jeden Fall. So. Und dann Jill hinterher jetzt auf jeden Fall. Devin. Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey. I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Zu spät. Oh, ein Funkspruch von der Polizei. Die wollen auf jeden Fall die Molly eskortieren. Da kommt ein Flugzeug, okay. Das heißt, wir sind nicht mehr weit weg vom Flughafen.
Ah, oh, da kommt der Nächste, der sich da vordrängelt. What's she doing? Oh, ist ein Heli? Folge Molly. Die rastet aber auch gerade voll aus. Ja. Jetzt wollen die kurz auch noch was von uns. Jawohl, ich hab voll getroffen mit der Geschwindigkeit sogar noch. Krieg ich den nicht? Oh Gott, ich krieg den. Oh, Alter, wenn der Ding abgeht, ja. Und ihr so? Monster hat fehlgeschlagen? Wofür? What? Ja. Oh, da ist kommt jetzt Flugzeug. Oh, oh, the plane. Gut, dass ich auch fahren kann. Kommt der nächste. Okay, so viel zum Thema, ich kann auch fahren. Ich muss jetzt wieder da irgendwie drankommen. That man's a murderer. He wants to kill me. Das stimmt nicht. Ich will nur den Film. Clear the hangar. Stop him, he's a killer. I think you need some help right now. Oh, oh. Ich sollte die mal weg. Hängen die Kopf ab. Ich verpiss mich mit dem Heli, mit dem Jet. Ich hoffe, dass ich nur rechtzeitig hochkomme. Kann der Jet mal nicht durchstarten jetzt? Nein! Weil der einfach lange, weil der zu lange gebraucht hat, wurde ich dann. Warum haben die mich denn noch mal geschossen? Scheiße. Verdammt. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Komm, wir probieren es nochmal. Ja,
Jawohl, diesmal sind wir rechtzeitig hochgekommen. Schieß, Cops. Das erinnert mich gerade an die eine Mission von Madrug, so. Aber diesmal sind wir derjenige, der mit dem Flugzeug abhauen muss. Ach, okay. Gott sei Dank geht das. Okay. Das war nicht so der Plan. Wir müssen den Flieger gerade mal irgendwie... Die Cops müssen verschwinden. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Hoffentlich kommt jetzt kein... Sind der runtergegangen jetzt? Es würde mich schwer wundern, wenn jetzt auf einmal... Na, war mir klar! Ich wollte gerade sagen, es würde mich nicht schwer wundern, wenn die Cops auf einmal wieder an die Backe... wieder auf einmal... Ne? Wenn die nicht auf einmal wieder mitspielen wollten. Ja, so was, Cops. Verpisst euch. Kusch. Ah, ich hätte gedacht, das wäre 12 oder so. Komm, jetzt müssen sie nochmal verschwinden. Dann kann ich wieder landen. Gut, diesmal sind sie weg. So, dann hätten wir da hinten noch eine Fremde und Freaks Mission. So, da sind wir runter. Ja, das war mir so klar. Prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Ja. Wir sollen zu unserem Freund Dr. Friedländer. Der will auf jeden Fall wieder was von uns. Das würde ich sagen, machen wir dann aber in der nächsten Folge. Dann verabschiede ich mich hier mal und ja, bis zum nächsten Mal.